So, dann hallo und herzlich wieder willkommen bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir haben gestern einige der Aufträge vom schwarzen Brett erledigt. Heute machen wir den Rest. Wir bekamen auch eine neue Quest dazu vom Bauern, der von irgendeinem Ungeheuer angegriffen wird, besser gesagt seine Tiere. Viel Futter allzu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Der Geruch seines Schokobos. Er scheint über den Kopf deines Schokobos das Symbol Fragezeichen hat er etwas erschnüffelt. Danke für den neuen Fall. Abo. Auf YouTube. SCF. Scheint über den Kopf deines Schokobos das Symbol Fragezeichen. Hat er etwas erschnüffelt? Halte Kreuz oben gedrückt, um deinen Schokobo schnüffeln zu lassen. Und neigend rechter Stick, um die Richtung festzulegen. Wenn dein Schokobo die Richtung, richtige Richtung erschnüffelt hat, wird er eine Spur sichtbar. Folge ihr, um zu der Stelle zu gelangen, wo etwas vergraben liegt. Dort kannst du deinen Schatz mit Kreuz nach unten ausgraben. Okay. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Thank you.
Ich pass auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Die Zeit drängt. Nicht. Thank you.
Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Der war ziemlich stark. Gut gemacht, Kleiner. So, wo wir sind, stimmt, wir sind hier ganz nah. Und hier gibt es nochmal ein Jagdgebiet. Und hier Feldforschung, Einwachtung. Okay, ich geh mal zu dem Wachturm.
Substanz sollte ganz in der Nähe sein. Schau dich doch einmal genau um. Du wirst sie sicher erkennen. Das ist doch garantiert ein kleines Vermögen wert. Vermögen! Vermögen! Was ist eigentlich ein Vermögen? Bist du dumm oder was? Können wir doch. Was macht ihr denn hier? Hey, ihr habt doch wohl Beck und seine Bande nicht vergessen, oder? Wir haben friedlich in den Slums unter Ding gedreht, bis ihr aufgekreuzt seid und uns verdroschen habt. Wir haben... seid schuld, dass wir unser gutes Werk nicht fortsetzen konnten. War das so, ja? So ein Schwachsinn. Das wüsstest du gern, was? Sieht vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber was zählt, sind ja die inneren Werte. Ich spüre, dass es das Ding in sich hat. Voll die krasse Ausstrahlung und so. Wenn wir das verkaufen, sind wir reicher als reich. Super reich, nämlich. Cloud, sieh nur, das ist doch... Die Schlangen sind was für Kleingeister! Genies wie wir brauchen Platz, um sie zu entfalten! Ja, Mann! Wir sind jetzt eine Firma! Haben die was an den Kopf gekriegt? Chica hat das Makro für sich entdeckt. Und wir werden mindestens genauso stinkreich! Alles, was wir brauchen, ist unser Schatz! Unsere Firma! Wir gehen! Ich bin zu dumm, um eine Packung Kekse zu öffnen. Ah, da.
Oha. Das ist das, was ich geglaubt habe. Die Türme an sich, die aktivieren die Verstecke in der Umgebung. Wenn ich hier geradeaus laufe, komme ich zu einer Höhle. Müsste irgendwo noch der Turm sein. Dann noch nicht hier, dann noch etwas weiter geradeaus. Thank you.
So, mal das alles sammeln. Ah, da kommt schon der nächste Schokobo. Ah, ist die Tasche schon voll? Das kenne ich ja gar nicht. Ah, ich habe das Maximum erreicht. Sehr gut. Finde ich überhaupt Gnade des Planeten? Ab hier ist Vorsicht geboten. Seltene Elferdunk-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Wegen seines duldsamen Charakters wurde der Elferdunk von den Menschen domestiziert und in der Landwirtschaft Transportwesen eingesetzt. Manchmal muss er sogar eine Kriegsänderung herhalten. Ungewöhnliche Stadt verkauft und die Stoßfeder einiger seltener Exemplare und ein beliebtes Material. Bin mal so frei. Immunwirksam Feuer. Einige Exemplare sollen. Ja! Oh je.
je. Mal kurz eine Pause. Nicht aufgeben. Mensch, wieso wechselt der immer ohne Grund? Muss das beenden. Was? Viel Spaß. Komplett heilen. So, diesmal geht's direkt um so schnell wie möglich die zu töten. Seltene Elferdunk-Spezies identifiziert. Rufe Datenverteilung. Okay. Durchsam verraten, dass die Elferdunk von den Menschen dominiert und in der Landwirtschaft oder im Transportwesen anwendet. Manchmal muss man sich nach dem Kriegselferdunk herhalten. Die ungewöhnlich gefärbte Haut und die Schlussbeschreibung. Und die Schokobo-Verbindung. Heutzutage trifft man nur noch die Einzelne auf den Weg der Elferdunk.
ist. Verdammt! Mann, da bleibt drauf. Mori-Häuser erinnern von der Form her an große Pilze und werden von Fabelwesen namens Mogris bewohnt. Du kannst hineinschauen und einen Blick darauf werfen, wie die Mori leben. Ja, natürlich, ich rein. Kinder veranstalten jede Menge Schabernack. Wasche ihnen geschickt aus und bringe sie alle zurück ins Mogri-Haus.
Du kannst sie dafür entweder verfolgen und so in Richtung Haus lenken oder sie direkt schnappen, indem sie in eine Wirbelwind geraten sind. Doch pass auf, falls die Mugri-Kinder dich dreimal erwischen sollte, ist das Spiel vorbei. Ah. Wie schönes Rubin und Smaragde. Oh. Einführung in die Schwertkunst, Band 1. Das kaufen wir. So, dem Mugri haben wir auch geholfen. Den Esper-Schrein haben wir. Das müssen wir noch machen. Und da gibt's noch ein Funkturm. Was machen wir als erstes? Ich denke, wir gehen zuerst hier. Dann, was gibt's hier noch? Ah, das ist ja für über die Sümpfe, genau. Ja, also ich denke, wir laufen zuerst hier hin. Dann laufe ich den ganzen Bereich hier ab, um den Teil zu machen. Dann kann ich danach hier hingehen. Das war eine Stufe 3, oder? Jagd 5, dafür ist sie so schwer.
Was ist da im Dorf noch? Ah, das ist Chatley. Falsch. Okay. Ja, falsche Richtung laufen wir nach unten. Dann übernimm. Da ist wieder ein Phönix.
Schön. Das habe ich ja gemacht. Dann bewegen wir uns hier in die Richtung wieder nach oben. Wir können ja theoretisch jetzt auch durch den Schlamm. Das ist jetzt nicht Ziel. Wir machen noch Nebenquests und die Aufträge für Chatley. Und sammeln fröhlich Ressourcen.
Windmühlenbauteile. Okay. Da hast du ja einen seltenen Synthesechip entdeckt. Die Republik hat ihn beim Bau von Windmühlen eingesetzt. Solche Chips sind heutzutage nur schwer zu bekommen. Sicherlich ist schon jemand auf der Suche danach. So, das hatten wir dann gemacht. Hier gibt es noch eine Jagd. Das ist auf der anderen Seite. Okay, dann können wir jetzt hier oben zum Versteck gehen. Danach gehen wir zurück zum Bauern, um Bericht abzugeben. Und dann gehen wir hier noch die Quelle analysieren. Richtig, wir können jetzt hier rüberlaufen. Konntest du uns nur einfach so zurücklassen, Boss? Blöd, Hammel! Denk doch mal nach! Ich musste es tun! Für den Schatz! Ich trage schließlich die schwerste Last! Schwerste Last? Gut! Was trägst du denn? Na, den Schatz natürlich! Und die Verantwortung als Boss! Ach so! Gut verzogen! Meint ihr, wir sind hier sicher vor diesem Alleskönner? Wir warten einfach hier, bis dieser Alleskönner uns vergessen hat. Ich hab so einen Hunger. Wann ist denn das Essen fertig?
Wenn ich sage, dass es vielleicht nur ganz leicht anbar. Es muss verdammt nochmal gut durch sein. Willst du mir sagen, dass das für dich nach durch aussieht? Na, riecht aber schon etwas verbrannt, oder? Das ist ja nicht mal so ordentlich ein Fleisch. Und die das auch gleich. Ich weiß schon, was ich tue. Mhm. Fleisch, Fleisch. Wir warten einfach hier, bis dieser Alleskönner uns vergessen hat. Ich hab so einen Hunger. Mann, wann ist denn das Essen Klasse fertig? Wenn ich sage, dass es fertig ist, du Fressack! Es muss verdammt nochmal gut durch sein. Willst du mir sagen, dass das für dich nach durchaus ein echter Fleischliebhaber mag innen aber schon etwas verbrannt, oder? Klappe zu! Und die Nase auch gleich. Ich weiß schon, was ich tue. Wehe, wir kriegen nichts ab. Wir warten einfach hier, bis dieser Alleskönner uns vergessen hat. Ich hab... Tada! Grillfleisch nach Fickschlag! Sowas! Das habt ihr noch nie gegessen! Ich muss in der Freude sein! Ist mir wirklich großartig gelungen! Okay, Jungs, die jetzt in der Erde den Schmeck! Das sind richtige Hohlköpfe. Ah, jetzt ist die Leute hier runter. Job. Ach so? Dann nenn uns deinen Auftraggeber und wir verkaufen dir das Teil für einen fairen Preis. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was machen wir denn jetzt? Nur die Ruhe. Ich habe nämlich einen genialen Plan. Ich nenne ihn Operation Opferland. Oh, Opferland, Opferland. Was ist denn ein Opferland? Na, du natürlich. Nummer sich. Mann, die Penner muss ich ja quer durch die ganze Map hinterherjagen. Mhm.
Mensch. Bring es hinter uns. Und weg. Ah, das ist das andere Lagerhaus. Ich weiß, wo das ist. Das ist doch... Ich wusste ja, dass man irgendwann dahin kommt.
So, dann meine lieben Leute, ich gehe zuerst noch eine rauchen, gönnt euch eine Pause und dann gehen wir endlich dieses Synthesemodul holen. Wir werden die nochmal weglaufen. Also, bis gleich. Thank you.
So, dann sind wir schon wieder zurück. Totstellt, oder? Mal.
Mann. Die machen es auch nicht einfach. Wieso machen die so viel Damage? Wie lange sollen wir uns denn noch totstellen? Bis die Luft rein ist und jetzt schweigt ihr. Bin mal so frei.
Verdammt, jetzt! Das war knapp. Haut endlich ab! Ich hab die Faxdicke! 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 Dicke Faxdicke! 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 Mit dem Geld hätten wir endlich einen Neuanfang machen können! Mehr wollten wir doch gar nicht, verdammt! Genau! Zum Beispiel unsere eigene Firma gründen und eher nach Rand betreiben! Wollen wir ihm wenigstens ein bisschen was anbieten? Wie wär's mit 2000? War mir ein Schade. Seht ihr? So schließt man einen echten Handel. Und keine krummen Touren mehr ab jetzt. Logo! Schluss mit dem sündigen Leben! Die Firma weg, GmbH und KOKG! Hab ihr ehrlich Ehrenmänner überhaupt? So sieht's aus! Ab heute bin ich nicht mehr der Boss, sondern der Direktor! Und hier sind meine Angestellte! Was sind denn Angestellte? Sein durchdringender Blick gefällt mir. Fragt sich nur, ob er auch im Kampf bestehen kann.
herzlichen Glückwunsch zur Sicherstellung der Protosubstanz. Ich war bereits so frei, Sie einem Scan zu unterziehen. Die Analyse läuft. Falls ich weitere Protosubstanzen orten sollte, melde ich mich wieder bei euch. Ach ja, und es gibt da noch eine Sache. Ich habe vorhin eine leichte Interferenz festgestellt. Gesichert kann ich noch nichts dazu sagen, aber möglicherweise suchen auch andere nach Protosubstanzen. Warum das? Das versuche ich herauszufinden. Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Der Kampf war anstrengend. Okay, um 200 zu erhöhen, da bin ich absolut dafür. Das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Lieber zu viel Futter als zu wenig. Dann gehen wir mal unserem Kumpel helfen. Dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum.
Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Ach, vergesst es. Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Aber du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier, damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Wie aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, wird die Suche nach weiteren Eltern daher verstärkt. Shinra und alle... Wo ist das sein Tiefer? ...rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Kirche... Die Energieversorgung steht... Entschuldigung. So. Seid ihr Freunde von Broden? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Was sagt ihr? Ist sie nicht schön? Die stammt noch aus Zeiten der Republik. Sie unterscheidet sich grundlegend von allen Entwürfen Shinras. Ich werde alles daran setzen, damit sie sich wieder dreht. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Mir fehlt ein Bauteil des Innenkrühwerks. Das ist nirgendwo zu bekommen. Aber ihr werdet mir ja glücklicherweise helfen, das Bauteil zu beschaffen. Danke. Noch irgendwelche Fragen? Naja, er und ich sind sowas wie alte Bekannte. Als wir jung waren, sind wir zusammen losgezogen und haben uns die ganze Welt angesehen. Er ist dann bei Shinras Garde gelandet und ich bin eine Technikerin geworden. Das Bauteil selbst wird nicht mehr produziert, aber ihr solltet es herstellen können. Damit ihr anfangen könnt, braucht ihr einen Synthesechip. Der verrät euch die nötigen Materialien und dann müsst ihr sie nur noch einsammeln. Einfach. Er war einer der besten Gardisten, wenn man den Gerüchten glaubt. Irgendwann haben sie ihn sogar bei einem besonderen Experiment mitmachen lassen. Ab da habe ich eine Weile nichts von ihm gehört. Als wir uns wieder trafen, hatte er Shinra schon den Rücken gekehrt. Was war das für ein Experiment? Tja, das hat er mir nie verraten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass seine angeschlagene Gesundheit eine Nachwirkung davon ist. Alles andere wäre schon seltsam. Einen Synthesechip habt ihr ja bereits gefunden, oder? Dann geht es gleich weiter mit der Synthese selbst.
Die notwendigen Materialien könnt ihr euch von einem Quetzalkortel besorgen, der hier in den Graslanden herumschwirrt. In letzter Zeit sieht man ihn wegen des Makoreaktors allerdings kaum noch. Wollt ihr euch trotzdem auf die Suche machen? Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Ja. Er war schon bei einem Arzt, aber der konnte ihm auch nicht sagen, an was für einer Krankheit er genau leidet. Ich habe daher angefangen, Behandlungsmethoden zu suchen. Vielleicht gibt es da ja was, was hilft. Aber bislang leider Fehlanzeige. Auch gut. Dann viel Erfolg. Was mal gut ist, wir haben die den Synthesen-Chip schon gefunden. Aber ich muss dieses komische Wesen erwischen. Aber wo finden wir die? Wo sind wir? Wir sind da. Da ist Olivers Farm. Hier ist noch eine Haltestelle. Ich glaube, ich laufe jetzt hier runter. Gehen wir auf die andere Seite. Nehmen wir den mit. Dies. Machen wir es so. Natürlich könnte ich es auch hier hingehen und dann einfach hier den Weg machen. Aber da gibt es noch eine Bank. Gut, die könnte ich auch von hier aus unterwegs mitnehmen. Weniger. Diesen Blumenkranz werde ich nie wieder absetzen. Jetzt siehst du hübsch aus. Mhm.
einmal erholen und dann geht's weiter. So, wir wollten noch einmal hier die Hauptstraße runter, weil da erwartet uns ein Schokobo. Wer bist du denn? Ah, das ist der Alte. Genau, hier wollten wir die Straße hoch. Ist unser Schokobo-Freund. Netter Schokobo. So, jetzt geht's weiter zur Analyse. Wir müssen hier entweder hoch so, hier kommen wir zur Ruine. Ich glaube, wir müssen den anderen Weg. Ja, ist nicht schlimm, wir gehen dann zuerst zur Ruine. Den Scan. Oh nein, dann fahren wir trotzdem auf dem richtigen Weg, weil hier ist der Scan.
bin bereit. Hey. Kein Problem. Hier und weiter. Das war's dann. Mit euch. Okay. Dann haben wir die zwei Sachen hier gemacht. Dann gehen wir jetzt das Foto noch machen. Und dann können wir hier durch den Schlamm laufen. Aber hier gibt es auch noch... Ach so, die sind hier. Aber gut, wie komme ich da hin? Weil... Ist das nicht die Stelle, wo ich... mit dem Boot fahren? Ne, das ist die Stelle, wo man mit dem Boot fahren konnte. Gut. Ich glaube, ich teleportiere mich mal hier hin. Weil da komme ich da schneller. Fotolocations. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Zurück. Zücke deine Kamera und halte sie im Fotomodus fest. Wenn dir ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotograf Rico Bericht erstatten. Denn steigst du im Rang bei den Fotografen, Freunden. Auf erwartet dich einige Belohnungen. Um in den Fotomodus zu gelangen, musst du nur die Optionshauptmenü öffnen und Viereck drücken. Das mache ich gleich. Ich muss nur mal schnell aufs Klo.
So, dann sind wir wieder zurück. War eine etwas längere Sitzung. Das Foto machen. Oha, wir können sogar Rahmen. Sogar ein Filter. Was? Belichtung können wir einstellen. Neigung. Tiefenschärfe. Geil. Schießen wir das Foto jetzt? Okay. Okay. Als hättest du das perfekte Fotomotiv gefunden. Danke. Du weißt wirklich, wie man eine Landschaft einfangen kann. Daher möchte ich dich offiziell zum Fotodebütanten küren. Du bist jetzt also ein Mitglied unseres Vereins. Ein echter Fotograf-Freund. Du kommst doch viel rum, oder? Sicher entdeckst du noch weitere Fotomotive. So.
Doch, wir kommen von hier an diesen Ort. Ich glaube, ich mache noch das und dann genügt es für heute. Scheiße. Bestimmte Synchrofertigkeit erhöhen deine Limitstufe, wodurch sich die mächtigere Limits einsetzen lassen. Clouds beispielsweise setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag und auf Stufe 2 Atomisator ein. Okay. Zu nachlässig. Ah, ich hätte so den Schiefer rufen. Sie macht Eis. Ah!
So. Quatsch. Jo, geschafft. Bezwingung von Kenzel Kordel bestätigt. Du hast meine Hochachtung, Cloud. Dieser kühne Kampf war von Anfang bis Ende ein Fest für die Augen. Cloud, sollte Mai mal zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. Nanu, was ist denn plötzlich mit dem Ton los? Hallo? Nun, Cloud. Auch ich möchte dir meinen Glückwunsch zum Sieg aussprechen. Durch ihn konnte ich wertvolle biologische Daten gewinnen. Und damit lässt sich nun auch das Bauteil für die Windmühle herstellen. Mildred wartet sicher schon darauf. Verlieren wir keine Zeit. Zu Zeiten der Republik, da wussten die Leute noch, was echte Handwerkskunst ist. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Kugel. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie viel Energie wir so gewinnen können. Am liebsten hätte ich diesen Anblick ja zusammen mit Broden genossen. So wie früher auf unseren Reisen. Naja, jedenfalls vielen Dank. Ihr habt mir einen großen Traum erfüllt. Geht ihr jetzt nach Kalm zurück? Das ist der Plan. Dann richtet Broden bitte was aus. Er soll zusehen, dass er schnell gesund wird. Damit wir bald mal wieder durch die Welt ziehen können, okay?
Okay, was ist das für eine Materie? Das ist sehr nützlich. Wem gebe ich die? Oh, du hast hier einen Slot frei. Dann kriegst du die. Wo habe ich sie denn behandeln? Hä? Da, da. So. Auf Cloud. Dann habe ich etwas mehr Leben. Das Problem ist ja bei ihm, da er im Close Combat meistens ist. Kriegt er meistens auch den größeren Schaden ab. Wo bist du? Ach so. Mildred wird sicher erfreut gewesen sein. Sie will wieder mal mit dir reisen. Das will ich auch. Besonders nach all der Arbeit. Ehrlich gesagt, ein langer Urlaub wäre wunderbar. Dann mach doch einen. Ein übler Gestank liegt in der Luft. Fast so... wie damals in Hojos Labor. Eine Reise. Richtig. Ich muss aufbrechen. Bist du okay? Das ist das Schicksal ehemaliger Soldaten. Wir degenerieren. Etwas, wobei dir kein normaler Arzt helfen kann. Du bist doch auch Soldat, oder? Ex-Soldat. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht verunsichern. Schließlich passiert das ja auch nicht bei jedem Soldaten. Ja. Du bist noch jung. Genieße dein Leben. Verfolge deine Ziele. Die kann Shinra dir nicht nehmen. Niemals. Hörst du? Okay, wir bekamen eine neue Ausrüstung. Windhalstuch. Füllt die ATP-Leiste bei Kampfbeginn leicht auf. Okay. Jetzt folgen die Nachrichten des Tages. Endlich fließt das Marco wieder. Ah, hier sehen wir auch die Aufträge. Die haben wir ja alle abgeschlossen. Die Sümpfe. Die Berichte.
Wir könnten es nochmal versuchen, die hier zu machen. Und da ist eine Stufe 18. Das ist. Okay, das sind die, wo ich noch nicht gemacht habe. Versuchen wir unser Glück nochmal gegen ihn. Okay, Feuer ist wirksam. Überlass das mir! Dann schlage ich den Seil auf den Hund gegangen! Los!
Cool. Die. Ja, das bringt nichts. Feuerfrei ausgezeichnet. Bring mich hinter uns. Und jetzt. Limit. Welche letzten Worte? Zu leicht. Ich muss mich trotzdem anstrengen hier. So, den letzten Kampf lassen wir einfach für morgen. Wir gehen dafür jetzt auf die Farm zurück. Ist auch schon spät. Kamen wir heute wieder sehr gut voran. Ich glaube, ich werde krank. Wir haben fast alle Aufträge erledigt. Wir haben nur noch ein paar Punkte zu machen. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar von den Haltestellen von den Chocobos nicht entdeckt haben. Oder beziehungsweise nicht aktiviert haben. Gut, ist jetzt nicht dramatisch. Die werden wir im Laufe des Spiels noch weiter finden. Und im schlimmsten Fall werden wir die einfach danach mit einer Komplettlösung fertig zusammensuchen, damit wir da auch die Trophäe erhalten. Aber jetzt im Moment spielen wir das Spiel ganz normal durch, machen, entdecken die Welt, machen die Aufträge und versuchen so im Laufe des normalen Spiels, weil das Spiel müssen wir, so wie ich gesehen habe, zweimal spielen. Einmal auf normal und einmal auf schwer. So wie im letzten Teil. Und alles, was wir jetzt schon machen, brauchen wir danach im schweren Modus nicht mehr zu machen. Der zweite Durchgang geht auch schneller, weil da machen wir nicht alle Aufträge, nur die wichtigsten, und wir müssen nicht mehr die ganze Map entdecken, da wir schon alles kennen in dem Fall. Gut, dann wünsche ich euch alle eine sehr schöne Nacht. Wir sind ja schon Sonntag, dann hören wir uns in ein paar Stunden wieder.